So, jetzt konzentrieren wir uns auf das Viertelfinale bis 49 Kilo. Damen, Özlem Gürüç, Lokalmatadorin, muss man sagen, aus Hamburger Sicht, lebt in Hamburg, startet auch mittlerweile für die Bundeswehr, beziehungsweise hat er auch schon Einsätze gehabt, hat im Jugendbereich ganz erfolgreich auch schon mitgekämpft. Dritte, glaube ich, der Europameisterschaft im Jugendbereich, WM auch schon mitgekämpft, also hat schon viel Erfahrung im Jugendbereich gesammelt. Und jetzt geht es die ersten Jahre in die Senioren-Damenklassen. Das ist immer eine Umstellung, Georg, oder? Ja, auf alle Fälle. Die hat es auch so ein paar Mal zu spüren bekommen. Und ja, hier ist immer so, wenn man sie sieht, die wirkt so zierlich, ruhig. Da denkt man, die kann keine Fliege was zu leid tun. Aber die hat die Kinderjohren, die kann gut kämpfen. Und in der Klasse, denke ich, wird sie ganz gut mitmischen. Spanierin auf der anderen Seite hat auch schon ein paar internationale Medaillen errungen. Spanisch Open 2016, zweiter Platz, zwar im Jugendbereich noch, also sind beide noch junge Kämpferinnen, die gerade hochkommen. Das ist aber genau auch ganz wichtig, dass man denn im Jugendbereich schon Erfolg hat und vorne mitmischt, oder? Das ist heutzutage schon Grundbedingung und hat sich Gott sei Dank auch bei uns ganz gut entwickelt. Jugend wird gute Arbeit gemacht. Jetzt hier bei der Spanier, da weiß man, wir haben das System der Forst, wir waren schon unten. Die sind alle zentralisiert auf zwei der Stützpunkte im Land verteilt, trainieren immer in einer leistungssportorientierten Gruppe mit professionellen Trainer und Umfeld. Das merkt man. Und ich gehe davon aus, sie war da auch schon im Team. Ja, sie hat das Spanien-Logo drauf. Die wird bestimmt auch wissen, wie es geht. Spanien ist sowieso immer ziemlich stark und du hast es auch angesprochen, eine gute Förderung. Von daher können wir davon ausgehen, dass wir hier auch irgendwie ein Duell auf Augenhöhe erwarten können. Ja, also wird bestimmt spannend und ich denke, die darfst du auf keinen Fall unterschätzen, wird es auch nicht. Jetzt im Moment mal 3-1 Führung für Spanien, aber das ist die erste Runde. Genau, wenn wir nochmal zu Özlem ein bisschen was sagen möchten, die ist jetzt auch in der Sportfördergruppe angekommen. Das ist ja auch ein Indiz dafür, da wird ja nicht jeder aufgenommen. Du hast das ganze System mehr oder weniger über viele Jahre aufgebaut. Das macht jetzt Sergei Kolb erfolgreich weiter, aber das ist die erste Auszeichnung, um überhaupt auch professionell trainieren zu können. Das ist eine der Grundvoraussetzungen, also fast schon die einzigste, um überhaupt international mithalten zu können. Und wie du sagst, das ist Ehre, sie hat es geschafft. Da waren sehr, sehr viele Bewerber und wir haben ja nur begrenzte Anzahl von Plätzen. Und sie ist in die Auswahl durchgekommen. Der Kampf, Özlem führt 5-3, 7-3 jetzt, genau. Du sagst, es wirkt manchmal ein bisschen einlullend, möchte man sagen, ein bisschen emotionslos, aber das ist jeder Kampf, jede Kämpferin oder Kämpfer hat so seinen Stil und das muss auch nicht schlecht sein. Man muss nicht immer volle Attacke und die Körpersprache, wie man es gerne mal sagt, muss immer 100% stimmen. Also da hat jeder so individuell seine Erfolgsrezepte. Ja, das ist auch einer der Punkte, der sich so geändert hat. Früher musste ich meinen Punkt verkaufen, der wurde subjektiv bewertet von den Kampfrichter. Jetzt im System ist es egal, wie du schaust, was du machst. Da muss einfach der Fuß auf dem freien Platz der Weste hin, dann hast du einen Punkt oder eben oben. Und das merkt man auch so ein bisschen. Einzigste, die Faust, die muss ich nach wie vor präsentieren. Haben wir ja gestern darauf hingewiesen und das haben unsere Leute gelernt. Da musst du ein bisschen Gestik, Mimik mitbringen auch. Wenn man dann von Körpersprache spricht, muss man trotzdem sagen, es ist natürlich für das Gegenüber, den nimmt natürlich trotzdem was wahr. Also wie verkauft man sich selber, auch vielleicht mal eine konditionelle Schwäche anders zu verpacken. Also das ist nach wie vor wichtig. Was ist da immer, was du an Ratschlägen gibst, wenn du dir deinen Kämpfer sozusagen aussuchst und sagst, ihn zu coachen, was für ihn wichtig ist? Also ich sage ganz oft, eben zum Schluss des Kampfes. Auf keinen Fall irgendwas anzeigen, wenn dir was wehtut, so gut es geht, verpacken, weil der Schmerz hast du ja sowieso, aber wenn du dem Gegner jetzt noch das zeigst, dann motiviert ihn das. Dann auch so gewisse Dinge, schauspielerische Fähigkeiten, die musst du an den Tag legen, um einfach immer frische auszustrahlen, auch wenn sie gar nicht mehr hast, nie zu zeigen, dass du kaputt bist. Schmerzunterdrückung, das sind alles so Sachen. Natürlich gibt es aber auch die ganz Abgewichsten, die tun so, als ob sie emotionslos hinten drin stehen. Gegner kommt und denkt, der ist nicht ganz da und auf einmal kommt der Konter. Haben wir auch schon gehabt.
reagieren? Wir sind so ein bisschen zwiegespalten, weil wir die auf der anderen Wettkampffläche haben, wurde auf jeden Fall nichts verpasst, weil da gibt es gerade ein Video Replay, der findet noch statt. Deswegen haben wir jetzt kurz mal entschieden, irgendwie bei Lea zu bleiben, die wir ja auch eben kommentiert haben, ist im Viertelfinale bzw. Halbfinale schon. Und deswegen haben wir uns kurz mal entschieden, rüberzuschalten. Wie gesagt, es wird nichts verpasst, aber geht jetzt langsam weiter. Die Vorbereitungen finden statt, gerade auf der Kampffläche von Özlem auf der 5 und schalten jetzt auch wieder rüber. Das hat gut geklappt. Also wie gesagt, wurde nichts verpasst. War eine längere Pause und von daher geht es jetzt weiter. Scheint doch noch nicht zu geklärt zu sein. Ja, Georg, jetzt so eine Momente, also wenn man so rauskommt aus dem Kampf, da geht jeder Kämpfer anders mit um. Also was kann man da dann in dem Moment gut machen für sich selber, damit man die Konzentration aufrechterhält? Gut, das musst du ja auch gelernt haben, dass du einfach die Zeit nutzt, dich also aktiv erholst. Ich sage immer so ein bisschen bewegen, nicht auf einfach stoppen im Moment und das Blut zackt ab. Dann natürlich auch psychisch dich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Und da sieht man dann auch die Routine der Kämpfer. Also ich denke jetzt hier, Özlem zeigt sich hier nicht besonders beeindruckt. Nimmt es auch ganz gut mit. Ist ja so, beide betrifft es ja gleich. Weil jetzt die Gefahr, dass man in der Zeit auch kalt werden kann, wenn es länger dauert, ist ja auch da. Genau, jetzt geht der Kampf endlich weiter. Waren gut bestimmt 2 Minuten eine Unterbrechung. Özlem bewegt sich aber, finde ich, ganz gut. Auch Vorderbein, gutes Distanzgefühl. Trotzdem, es gibt, ja, das sind dann so Kleinigkeiten, die dann am Ende doch einen Kampf entscheiden können auch. Ne? Diese ganzen Minuspunkte, die man mittlerweile kriegt, auch relativ schnell. Findest du das gut auch da die Frage, weil es wird ja doch immer viel weiterentwickelt und was das System angeht und die Regeln? Ja, also das meiste ist schon gut durchdacht. Es gibt so ein paar wenige Dinge, wo ich von der Ansicht her ein bisschen anders sehe. Aber das jetzt mit den Minuspunkten, 10 Stück kann man sich erlauben. Ich denke, das ist alles okay. Sehr gut finde ich, dass wenn der Kämpfer runterfällt, dass er sofort den kriegt, weil früher war das schon übel. Man hat Punkt gemacht und sich fallen lassen danach, weil dann hast du dich sozusagen dem Kampf entzogen. Dem ist jetzt entgegengetreten und die Kämpfer sind ganz anders. Genau, geht jetzt in die zweite Runde, sind 2 Minuten noch zu kämpfen, 11-5 der Vorsprung. Özlem viel übers Vorderbein, das hatten wir vorhin auch schon mal, wir sehen sowieso, dass Vorderbein viel ist wie beim Boxen, die Führhand, aber manchmal auch ein bisschen zu einseitig aus deiner Sicht, was du denn von den Kämpfern erwartest auf diesem Niveau? Also fürs Publikum ist das leider keine schöne Sache, nur ich muss da dann immer ganz egoistisch sagen, beim Kämpfer ist mir komplett egal, wie es nach außen wirkt. Wichtig ist, wir müssen so kämpfen, dass wir gewinnen. Und da haben wir vorher auch so eine Coach-Diskussion gehabt, das gehört halt dazu mit dem vorderen Bein, das musst du beherrschen, du musst da intermuskulär stabil sein, dass nicht irgendwie umkippst, wackelst. Und da wurde in den letzten Jahren viel gearbeitet. Ist jetzt nicht unbedingt schön, aber halt effektiv. Oh, hier sind wir bei 12-12, also wie erwartet, haben wir vorher gesagt, eng. Spannend ist auch keine Anfängerin, die nicht weiß, wie es geht, also ich denke, das wird bis zum Schluss spannend bleiben. Genau, 12-12, es war eben noch wirklich 5 Punkte bis 6 Punkte Vorsprung, jetzt noch eine Minute zu kämpfen in dieser zweiten Runde. Spanierin auch natürlich viel Vorderbein, aber zieht dann auch hin und wieder mal flexibler mehr mit dem Hinterbein nach. Gut, die Flexibilität muss man haben, klar. Nur du siehst ja auch, nach dem Vorderbein, wenn es hinterkommt, die erste Aktion, so wie jetzt hier, landet zu 90% erstmal in der Deckung. Also man muss das noch anders verpacken, nachsetzen, auch mal so ein Pitura bringen. Also die Überraschungseffekte braucht man. Gut, Özlem ist jetzt noch 25 Sekunden, Punkt hinten dran. Das wird bis zum Schluss eng bleiben. Genau, sie hat eben auch nochmal einen schönen Fasskopftreffer gehabt, also wirklich ganz knapp über den Kopfschutz gezogen. Da haben wir schon häufig drüber, solche Situationen haben wir ja häufig viel im Taekwondo, dass zum Kopf getreten wird, aber man muss dann schon den Kopf treffen, also beziehungsweise zumindest leicht streifen. Und da hat die Elektronik wahrscheinlich in dem Fall nicht ausgelöst. Jetzt 15-14 für Özlem wieder, es geht munter hin und her. Zum Glück vielleicht in dem Moment eine kleine Pause. Was kann man da noch irgendwie mit auf den Weg geben? Gerade letzte Runde, Viertelfinale.
Also ich sehe es immer wichtig, nicht die Kämpferin gleich bombardieren, bevor die noch am Stuhl ist. Da sind die noch gar nicht aufnahmefähig. Ein-, zweimal durchatmen lassen, ein bisschen zur Ruhe kommen. Und dann merkst du schon, da kommen die fragenden Augen meistens. Und dann musst du natürlich schon am besten sagen, wie soll ich es machen? Nicht, was ich nicht machen soll. Bevor ich jetzt sage, nicht links kicken, rechts kicken. Dem Kämpfer so klare Anweisungen wie möglich und immer positiv formulieren, so gut es geht. Der eine oder andere braucht dann wahrscheinlich auch mal eine klare Ansprache, ne? Einige, ja. Manchmal musst du auch, um jemanden aus einem Konzept zu ändern, um jemanden eventuell wach zu rütteln. Manchmal tut es gut, muss aber passen. Das ist eine ganz individuelle Sache. In solcher dritten Runde, gerade wenn es so knapp ist, irgendwie klar, auf der einen Seite will man nicht viel riskieren, aber auf der anderen Seite will man auch trotzdem seinen Kampfstil durchbringen. Wie am besten Tempowechsel oder was ist so das Konzept? Also nach wie vor versuchen, seine eigenen Stärken in Szene zu setzen. Und ich empfehle dann manchmal dem Kämpfer, wenn er Rechtsausleger ist, dass er dann halt am Anfang reingeht, dann mal Linksauslage, dass der Gegner erstmal verwirrt ist, nicht gleich seine Sache, die er sich geplant hat, umsetzen kann. Das sind so kleine Spielchen. Oder mal eben, wie gesagt, mal im richtigen Moment die Karte ziehen. Das sind die anderen Sachen. Aber nach wie vor, sage ich immer wieder, wirklich bis zur letzten Sekunde achtsam sein, weil ganz oft werden die letzten 5 bis 10 Sekunden der Kampf entschieden. Das sagt so, 16, 14 wird jetzt erstmal gar nichts. Da passieren dann noch 7, 8 Punkte, je nachdem auf welcher Seite. Und da muss man aufpassen. Genau, wir sehen jetzt hier auch eine Unterbrechung wieder. Also die Kampfleiterin hat die Karte schon in der Hand. Hast du ersehen können, was jetzt gefordert wird und von welcher Seite? Das habe ich jetzt selber auch gar nicht in dem Gespräch jetzt gerade mitbekommen. Achso, wurde einbehalten, also genau. Also nicht stattgegeben, Karte ist weg, ist auch von einem spanischen Team sozusagen vom Coach eingereicht. Ja. Ist schon mal genommen. Könnte zum Schluss manchmal sowas wichtig werden, da muss der Coach schon aufpassen, wann. Ich glaube, er meint jetzt gerade, dass es nicht übertreten der Linie war, aber war es. Und jetzt ganz klar, die Spanierin arbeitet. Ist nicht immer zum Vorteil, weil da werden die Lücken größer. Das Tempo manchmal dann langsamer. Kommt drauf an, wie konditionell der Gegenüber ist, ob er da mithält oder sich dann irgendwann mal brechen lässt. Ja, Özlem geht jetzt selber nochmal, aber doch so ein bisschen vielleicht auf Konter. Wobei, das ist immer gefährlich, wenn man sich dann so einfach hinstellt und viel reagiert auf das, was vom Gegner kommt. Wobei, jetzt schöne Aktion noch zum Kopf und auch nach unten. Was du schon gesagt hast, irgendwie mit dem Vorderbein ein bisschen viel unterbrechen, Tempo rausnehmen. Das war Knieblock, jawohl, gut gesehen, also gute Kampfleiterin. In dem Fall jetzt verhält sie sich gut. Coach will jetzt da irgendwie den Knieblock wieder weg haben, will auch seine Pause haben, aber so, jetzt wird die Karte eingereicht. Das ist denn, wenn man noch eine Minute zu kämpfen hat und 5 Punkte sind, hat man Vorsprung, dann ist das manchmal auch, du hast es eben schon durchklingen lassen, ist das auch eine kleine Taktik vom Coach, wenn er dann sozusagen das richtige Gefühl hat, um ein bisschen Tempo rauszunehmen, je nachdem. Das ist eher ein Vorteil für Özlem, dass jetzt eine Unterbrechung noch ist, oder? Ich denke, es tut dir gut, weil sie kann sich sammeln. Sie ist ja diejenige, die führt. Und wenn du sammelst, dann lässt du dich nicht überrennen. Das passiert eher, wenn du emotional dich dem Gewurstel anpasst. Er hat das Technikerproblem gefordert. Gute Idee, das kostet Zeit. Können wir ja später mal fragen, ob das auch seine Absicht war. Gut, aber die Karte ist weg, von daher die Technik. Also da geht man dann natürlich das Risiko ein, dass die Karte weg ist, aber ist ja sowieso nur noch 55 Sekunden zu kämpfen. Von daher, Vorsprung baut sich auch ein bisschen aus. Kampfrichterin macht es auch ganz gut, weil durch die vielen Aktionen hat sie jetzt auch unsaubere Aktionen, die Spannerin, und kriegt einen Minuspunkt nach der anderen. Kleines bisschen kommt es uns zugute. Ja, wie gesagt, es ist das Viertelfinale und mit dem Sieg ist natürlich dann schon eine Medaille sicher. Und ja, aus deutscher Sicht natürlich sehr erfreulich. Also generell jetzt, wenn man vergleicht zu den letzten Jahren, sind jetzt so doch viele deutsche Medaillen. Dann gestern auch schon mal mit Titel. Ich denke, auch heute wird noch was rauskommen. Ist erfreulich und ich habe die letzten Monate immer gesagt, man sieht kleine Schritte, Fortschritte, wie sich eben eine junge, neue Reihe oder manchmal auch die zweite entwickelt hat. Da war eine Weile doch Stillstand und jetzt hoffen wir, dass es so weitergeht. Das sind halt alles kleine Schritte, aber die hoffentlich zum Schluss
wieder zum Erfolg führen, wie eben sowas Erfreuliches wie eine WM in Mucu. Oh, das war nach dem Gallio, glaube ich. Aber man sieht, beide sind sehr konditionell schon angeschlagen. Also wenn man sich abstützt, dann heißt das schon einiges. Und ja, aber muss trotzdem noch die letzten 10 Sekunden gekämpft werden. Özlem macht das gut, Arm oben, weil jetzt geht es nur noch über Kopftreffer. Ja, klar. Es geht gegen den auch Risiko, ohne jede Vorarbeit, einfach direkt. Hat sie gut gemacht. Aber wie ich immer sage, wenn du Grundkondition, wenn die nicht passt, dann brichst du hier ein bei so einem Kampf in der letzten Runde. Und zwar hier nicht der Fall. Özlem hat trainiert, ist vorbereitet, hat Erfahrung, also schön. Dann jetzt auch noch hier in Hamburg. Ist doch gut, wenn die Lokalmatadoren was zeigen. Bisher schaut es ja gut aus. Ja, denn an dieser Stelle vielen Dank. Wir versuchen Özlem, und das wird mit ziemlicher Sicherheit klappen, nochmal vors Mikro zu kriegen. Und ich übergebe dann an Martin. Willkommen zurück hier im Livestream bei den German Open Taekwondo hier in Hamburg. Und wir freuen uns sehr, dass Özlem Gürüz da ist. Und Özlem, wir haben gerade deinen Kampf übertragen. Du hast es super gemacht, also ein Kompliment. Denn du hast deine Gegnerin aus Spanien gerade in den letzten beiden Runden doch dominiert. Hast du dir da eine besondere Taktik zurechtgelegt? Ja, also immer stören, mehr angreifen, als zurückgehen. Und Linkspeilung, nachsetzen. Ja, unsere beiden Kommentatoren, die wir da hatten, Michel Mialki und auch Bundestrainer der Herren, Georg Streif, die haben so ein bisschen festgestellt, dass du ja von der Körpersprache her nicht unbedingt so eine ganz aggressive bist, aber das ist ja mittlerweile bei dem System, das man heute hat mit den Treffern eben, bis auf die Faust, ist das eben auch ein Stil, den man so machen kann. Jeder hat seinen eigenen Stil. Der ist dir irgendwie, hast du den selbst angeeignet und fährst gut damit, ne? Ja, also ich komme mit meinem Kampfstil sehr gut klar. Und also mir wurde auch gesagt, dass ich aggressiver kämpfen soll und so, aber ich komme besser klar, wenn ich ruhiger kämpfe, kann ich mich besser konzentrieren. Ja, das hat man auch gesehen, sehr kontrolliert gemacht. Welche Option hast du jetzt noch fürs Halbfinale? Ich meine, das ist erstmal ein guter Schritt, aber dein Ziel ist wahrscheinlich noch ein anderes, ne? Ja, also mein Ziel ist heute, Gold zu holen, und im Halbfinale werde ich gegen die aus Kanada kämpfen. Und da muss ich schon ein bisschen mehr arbeiten, mehr nachsetzen. Und ja, ich hatte auch gegen sie in Belgien gekämpft gehabt, war ziemlich knapp. Aber in der dritten Runde hat mir so ein bisschen die Kraft gefehlt. Und ja. Ja, man hat gesehen, du hast dich auch einmal kurz aufgestützt. Das ist immer schon ein Zeichen, dass die Kondition dann noch langsam weggeht. Aber ihr habt ja auch viel gearbeitet, muss man dazu sagen. Das Nahziel ist also erstmal Gold heute in Hamburg. Das Fernziel, wenn man so sagen kann, vielleicht, oder das Mittelfristziel, die EM in Kasan. Würde dich das reizen? Ja, also ich möchte auf der Europameisterschaft eine Medaille holen. Das ist mein Ziel. Und meine Bundestrainerin hatte zu mir gesagt, dass jetzt nach German Open wird sie nominieren, und dafür brauche ich auch eine Medaille. Bis jetzt habe ich keine Medaille geholt, aber jetzt habe ich den dritten sicher. Das heißt, es gibt auch schon mal Selbstvertrauen, dass es auch mit der Nominierung klappt. Ja, genau. Ich habe da auch ein ganz gutes Gefühl. Özlem Gürüz, alles Gute und viel Erfolg für die weiteren Kämpfe. Danke.